Müssen eigentlich Wärmepumpen auch regelmäßig gewartet werden? Grundsätzlich ist es erstmal so, dass eine Wärmepumpe anders als ein klassischer Gas- oder Ölkessel keinen Brennraum hat, der regelmäßig von Ablagerungen befreit werden muss, sondern eine Wärmepumpe hat erstmal einen geschlossenen Kältekreislauf. Natürlich ist es auch bei Wärmepumpenheizungen so, dass es Bauteile gibt, auf die man besonders achten muss, wo wir aber in den letzten Jahren Zug um Zug immer mehr Teile einsetzen konnten, die wirklich wartungsfrei sind. Ich nenne mal ein paar Beispiele. In normalen Warmwasserspeichern sind immer solche Schutzanoden verbaut, die sich mit der Zeit auflösen. Da kann man dann entweder auf Speicher zurückgreifen, die einen Edelstahlwärmetauscher haben, die brauchen keine Anoden, oder man setzt Fremdstromanoden ein, die sind auch nachrüstbar, die sind dann komplett wartungsfrei. Und so gibt es noch mehr Bauteile, die es ermöglichen, dass wir eine Wartung vor Ort gar nicht mehr machen müssen, sondern dass wir nur noch Fernwartungen machen. Im Rücklauf der Wärmepumpen installieren wir großzügig dimensionierte Schmutzfänger, welche das Gerät schützen. Je nach Heizungswasser müssen diese nur sehr selten gereinigt werden und wenn eine Reinigung ansteht, würden wir auch das bei der Fernwartung sehen. Die Reinigung können Sie dann sogar mit wenigen Handgriffen mit Hilfe unserer Videos selbst durchführen. Das spart natürlich wieder den Handwerker. Dann gibt es da noch die Ausdehnungsgefäße. Die sitzen entweder in der Wärmepumpe oder extern und können auch unterschiedlich groß sein. Das hängt meistens von der Speichergröße ab. So ein Ausdehnungsgefäß, hier ist mal eins aufgeschnitten, hat die Aufgabe, die Ausdehnung des Wassers der Heizungsanlage aufzunehmen. Auf der einen Seite sitzt Stickstoff, auf der anderen Seite das Heizungswasser und dazwischen ist eine Membrane. Die kann mit der Zeit porös werden und auch mal reißen. Und auch das würden wir mit der Fernwartung feststellen, weil es einen Druckabfall dann in der Heizung gibt. Meist halten diese Gefäße so 10 bis 12 Jahre und dann können wir gezielt einen Termin machen, um das auszutauschen, müssen aber nicht alle 2 Jahre zwingend danach gucken. Warum ist es denn jetzt sinnvoll, bei einer Wärmepumpe eine Fernwartung zu machen und was macht man dabei überhaupt? Nun, bei einer Wärmepumpe ist es sehr wichtig, dass man die Effizienz im Blick hat und auch laufend optimiert. Und darüber hat man gleichzeitig auch das größte Einsparpotenzial. Wie so eine Fernwartung genau aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Bei der Fernwartung gucken wir uns jetzt als erstes an, wie ist denn die Wärmepumpe in den letzten Wochen und Monaten so gelaufen? Können uns alle relevanten Temperaturen und Drücke auch in der Vergangenheit ansehen und so schon schauen, gab es irgendwelche Probleme oder irgendwelche Dinge, die geändert werden müssten an den Einstellungen? Anschließend starten wir mit unserer Wartungssoftware einen Testlauf und schalten uns damit live auf die Anlage. Der Prüfblock umfasst die Bereiche Heizen, wenn vorhanden Kühlen und Warmwasser und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und während der Prüfung können wir auch direkt Einstellungen am Gerät vornehmen, die die Effizienz verbessern oder beeinflussen, wie zum Beispiel die Heizkurve oder auch Pumpeneinstellungen. Und natürlich schauen wir auch über die Energiebilanz, ganz wichtig. Wie viel Strom hat die Anlage verbraucht, wie viel Heizwärme und wie viel Warmwasser hat sie produziert auf das vergangene Jahr und auch über die vergangenen Monate und wie hat sich die Leistungszahl verändert. Über diese Auswertung bekommen Sie dann auch einen Bericht. Also die Wartung einer Wärmepumpe ist auf jeden Fall sinnvoll und oft ist das auch Voraussetzung für die Garantieleistung oder die Garantieverlängerung der Hersteller. Aber die Wartung muss eben nicht vor Ort erfolgen und entsprechend haben wir die Anlagen auch so gebaut, dass das möglich ist. Eine Fernwartung hat den Vorteil, Sie müssen nicht zu Hause sein und sie ist natürlich auch günstiger, als wenn wir rauskommen und eine Vorortwartung machen.